In unserer ersten Folge schauen wir uns an, was mit dem Gardena Sileno Minimo alles mitgeliefert wird und überprüfen die Vollständigkeit. Klein, fein, leise und easy zu bedienen. Jetzt per App von deinem Handy aus. Bereit für den neuen Gardena Sileno Minimo? Zuallererst schauen wir uns den Minimo einmal genauer an. Einfach, weil es interessant ist. Und außerdem, man muss ja checken, ob alles drin ist. In der Schachtel muss natürlich der Mäher sein, samt Bedienungs- und Kurzanleitung, sowie ein Formular zur Produktregistrierung. Da gibt's ja jede Menge zusätzlicher Serviceleistungen dafür. Dann ein Netzteil und, ganz wichtig, auch das Lineal. Dann gibt's da noch die Schrauben zum Befestigen der Bodenplatte, Kabelverbinder und Kabelklemmen zum Anschließen der Kabel an die Ladestation. Zusätzlich noch ein Niederspannungskabel. Dazu noch die Ladeeinheit, die Kabelanschlüsse sind auf der Rückseite. Und jede Menge Haken. Die Kabelrolle für Begrenzungs- und Leitkabel. Aber was das bedeutet, das erklären wir später. Und nicht übersehen, ganz unten befindet sich dann noch die Bodenplatte. Und nun zum Mäher selbst. Oben auf dem Mäher findest du die super simple Tastatur zur Bedienung. Und hier den großen Stoppschalter, das drehbare Hinterrad und das Herzstück, die frei pendelnden Präzisionsklingen.